Ja, also erstmal guten Abend. Herzlichen Glückwunsch zu den Nominierungen. Ich freue mich auf alle eure Filme. Ja, danke für die Frage. Es ist eine wahre Geschichte, sollte man vielleicht nochmal sagen, von Kilian und seinem Team über lange Zeit hinweg nochmal neu recherchiert und dann zusammengetragen worden. Und die Situation, die es sich darstellt zwischen der Tochter Stella und ihren Eltern, die auch Musiker sind, ist, dass sie versucht, ihre Eltern zu retten vor der Deportation nach Auschwitz. Und dass sie dann diesen Pakt macht, ist das eine, und dass sie nicht damit aufhört, ist das andere. Und ich denke mal, dieser Film stellt vor allem die Frage, wie schnell verurteilt man Menschen, die versuchen, ihre Liebsten zu retten.